Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und bei mir heute in der Show sind Tobias Hawker und Florian Sorg von OneScreener. Hi Jungs, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, sehr cool, dass wir das hier zu dritt machen und sehr gerne. Florian, wir hatten schon ein Vorgespräch. Tobias, dich habe ich heute das erste Mal so auditiv kennengelernt. Vielleicht fängst du deshalb an, vielleicht so ein kleines Intro über OneScreener zu machen und dich dann selbst nochmal vorzustellen, bevor dann der Florian seinen Part hat. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Hallo Norman, danke für die Einladung. Also OneScreener ist ein Startup aus Zürich. Wir sind in der Schweiz zu Hause. Wir haben 10 Mitarbeiter und wir unterstützen alle Kreativen dabei, dass sie die Passion, die sie haben, auch wirklich zum Beruf machen können und dabei auch idealerweise auch Geld damit verdienen können. Wir mit OneScreener haben einen sogenannten innovativen Link in Bio entwickelt. Oder auch anders formuliert, so eine Mini-Website, Bilder für eben die Kreativen entwickelt, auf der man alle seine Aktivitäten verlinken kann auf der Seite. Und zusätzlich beinhaltet die Mini-Website auch ein ganzes Ökosystem, wie man darauf direkt Produkte verkaufen kann, Services anbieten kann oder auch für gewisse Events sich buchen lassen kann. Mhm. Das ist unser Startup, wo wir sehr viele täglich daran arbeiten und vielleicht noch, wie ich dazu gekommen bin. Also wie vorhin erwähnt, wir kommen aus der Eventbranche, aus der Musikbranche. Wir haben für über 10 Jahre hatten wir eine erfolgreiche Eventagentur geführt in der Schweiz, sehr viele über 1000 Events organisiert, die ich dann damals auch verkauft habe, um eben mit OneScreener zu beginnen. Und wir haben dazu mal, als wir die Musik-Event-Organisation hatten, gesehen, dass halt die ganze Eventbranche überhaupt nicht digitalisiert ist. Das ganze Artist-Management ist überhaupt nicht digitalisiert. Es lief alles komplett analog. Und da haben wir uns eben entschieden, dass wir diese ganze Branche mit digitalen Lösungen beflügeln und das Ganze digitalisieren. Und daraus ist dann unsere Firma entstanden. Wir haben das Startup dann gegründet und waren halt extrem in der Musikindustrie tätig. Und jetzt wegen Corona, wie wir alle wissen, war halt in der Musikindustrie nicht mehr so viel los. Also haben wir unser Produkt weiterentwickelt, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen und haben jetzt unser Produkt nicht mehr nur für Musiker bereit, sondern neu auch für alle Content Creator. Also Content Creator sind Influencer, Comedians, Models, Fotografen, aber natürlich auch Leute, die Podcasts produzieren, sind natürlich auch Content Creator. Also für diese Zielgruppe haben wir unser Produkt jetzt bereit, ja. Ja, sehr cool. Also vor allen Dingen sehr schön auch zu hören, wie ihr euch quasi agil anpasst. Ne? Das Umfeld ändert sich, Corona kommt, ja, und ihr findet Lösungen, das mit einem Startup oder die Antworten zu finden mit einem Startup. Ja. Florian, vielleicht dein Intro noch? Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin der Florian. Mein Werdegang dazu ist, glaube ich, ein bisschen klassischer Werdegang. Ich war im Accounting erst tätig und dann selbst im Venture Capital tätig für einen Fonds in der Schweiz. Habe aus privaten Gründen mich dann aber auch als Startup Advisor und Consultant selbstständig gemacht, weil ich einfach, es war noch vor Covid-Zeiten, da konnte man dann leider nicht remote arbeiten für manche Venture-Fonds. Und ein privater Grund hat mich eigentlich nach Spanien gezogen.
Aber durch diese Arbeit als Consultant habe ich dann den Tobi kennengelernt und er hat dann diese Idee gepitcht. Wir haben darüber lang diskutiert und ich fand einfach das den Bereich super spannend. Und es war mir schon klar, dass in Amerika sowas sicher bald kommen wird. Aber wie immer in Europa, keiner sich traut, diesen Influencer-Markt direkt anzugehen. Erst recht mit Monetization-Tools, weil das ist das, was wir hier direkt machen. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist eine sehr spannende Herausforderung, die nehme ich gern an. Und so kam es dann dazu. Und seitdem probieren wir wirklich für Influencer das Beste rauszuholen. Und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Sehr cool. Vielleicht, um das auch nochmal für die Hörer jetzt ein bisschen aufzuklappen, dieses LinkedIn-Bio-Thema kennt man natürlich aus der, zum Beispiel von Instagram. Ja, da habe ich nur eine Möglichkeit, in meiner Bio einen einzigen Link zu setzen. Und dann darfst du dich entscheiden, soll das deine Website sein, ist es dein Shop oder ist es eine Landingpage oder sowas. Und wenn man sich mal anschaut, wie das in Amerika läuft, die großen Influencer, die nutzen alle diese Services, ne? Oder diesen Service. Um das Thema Link in Bio ist irgendwie ein Hype entstanden, habe ich zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass das jetzt massiv gepusht und gut finanziert wird. Lass uns mal so in eure Historie gehen, so bis in die Gegenwart, wie das Ganze so angefangen hat, wie ist die Idee dazu entstanden, wie seht ihr den Markt und vielleicht so noch ein paar Sätze zu eurem Gründerteam. Mhm. Tobias, willst du? Ja. Also ich habe erwähnt, wir haben früher Artists gemanagt. Wir haben, also einige hatten wir da und alle hatten dazu mal so eine Internetseite mit mehreren Unterseiten und mit Blog drauf und allem Möglichen. Aber wie halt die Artisten so sind, so eine Internetseite zu erstellen, ist das eine, aber die dann auch zu pflegen und aktuell zu halten, ist das andere. Und oft haben sie das nicht gemacht, weil sie die Zeit lieber investiert haben in ihre Passion, in die Musikproduktion. Und so, ja. Mhm. Und deshalb hatten alle Artists, also mit allen, die wir gearbeitet haben, hatten eigentlich so eine outdated Internetseite gehabt und das kam nicht so professionell rüber. Und dann haben wir dann gefunden, hey, wir stellen alle Internetseiten ab und wir stellen für jeden Künstler eine Internetseite, die ein Screen groß ist und wo der Content mehr oder weniger automatisiert ausgetauscht wird. Mhm. Also eine Seite, wo wirklich der Content von allen Seiten, von allen Social Media Seiten zusammengezogen wird und auf einem Screen dargestellt wird. So können wir sicherstellen, dass die Seite immer aktuell wird. Das war eigentlich so der Startschuss. Und dann wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr euch irgendwo an einem Stammtisch getroffen oder könnt ihr euch noch daran erinnern? Oder war das so ein Entwicklungsprozess, der irgendwie laufend war? Das war eigentlich so ein Entwicklungsprozess, weil weil sehr viele Artists genau das gleiche Problem hatten. Ja. Und dann hatten wir eben die Firma gegründet, noch mit einem Artist und einem DJ zusammen, der auch selber noch Programmierer war oder eben noch ist. Ja. Mhm. So ist das Ganze dann entstanden. Und dann kam Instagram auf, das war ein Riesenhype um Instagram. Und bei Instagram ist es nur noch möglich, dass man einen Link, einen externen Link verlinken kann in seinem Instagram-Profile. Und dann hat das super zusammengespielt, so der eine Link, den man verlinken kann mit unserem Konzept, so die Internetseite auf einem Screen, das super einfach zu erstellen, so eine Internetseite auf einem Screen, wir nennen es Mini-Website. Mhm. Und dann haben halt viele Content-Creator überlegt, okay, welchen Link sollen sie jetzt da eingeben im Instagram-Profile und haben sich dann halt, also zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum, für OneScreen entschieden. Die haben schnell eine OneScreen-Seite erstellt und diese dann dort reingepackt im Instagram-Profil. Ja. Und für uns ausschlaggebend war wirklich dann so, dass Instagram nur noch einen Link erlaubt hat im Instagram-Profile und so wurde das Ganze dann relativ sehr, also wurde sehr populär, das OneScreen, ja. Vielleicht hier noch, um kurz noch mehr Content zu liefern, wie es so schön heißt. Warum zündet in Amerika gerade die Rakete für diesen Bereich? Ja. Warum wird dort gerade auch viel finanziert?
Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei große Punkte. Erstmal kommt jetzt immer mehr die Gen Z Line in den Markt, die dann halt einfach auch wirklich stärker und immer stärker konsumieren. Und was bedeutet das? Eine Gen Z nach Studien hat einfach nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Mhm. Und zudem sind das alles Digital Natives, die sind mit Social Media groß geworden, die folgen schon ewig ihren Idolen. Und wenn man das zusammennimmt, will ein Follower, vertraut er erstmal auf die Aussage von der Person, die er folgt, und geht gern auf dem seine Seite. Aber mit diesen 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne will sich der nicht durch einen riesen E-Commerce-Shop wühlen, um irgendein Produkt zu finden. Das ist viel zu anstrengend. Aus dem Grund ist es viel einfacher, auf diese kleine Seite zu gehen. Und deswegen bieten wir auch dort ein Social Commerce Tool an, wo der Influencer gleich ein Produkt anbieten kann, das er selber vertritt und somit auch direkt auch verkaufen kann. Oder ein Produkt selber auch herstellt, weil immer mehr diese Influencer auch in diesen Bereich gehen. Aber das nur an der Seite. Zusätzliche weiter, was super spannend ist, ist einfach die durchschnittliche Anzahl an Social Media Accounts von Privatpersonen hat sich in den letzten 5 Jahren nochmal verdoppelt. Von 4,6 auf 8,6 jetzt in 2020. Und das bedeutet einfach, dass ein Influencer auf viel mehr Plattformen unterwegs sein muss, um einfach seine Fans wirklich auch an der Stange zu halten. Aber eine Social-Media-Firma wie Instagram hat ja gar kein Interesse, mich nach TikTok zu leiten, weil ich bin ja das Produkt auf Social Media aus Konsument. Und deswegen ist so ein Drehkreuz, wie wir es gebaut haben mit diesem LinkedIn-Bio, super spannend, weil das halt einfach auch wenig, wie es da Tobias schon erwähnt hatte, wenig Unterhalt benötigt, weil der Influencer sich eigentlich nur um seinen Social-Media-Content kümmert. Ja, also um das vielleicht auch nochmal für die Hörer so ein bisschen zu visualisieren, ja, also jetzt durch Stimme, ist im Grunde eine Seite, ne? Also ein One-Pager, ja, oder ein One-Screener, auf der dann quasi eine Linksammlung sehr schön dargestellt ist, die dann zu meinen Social-Media-Profilen oder Fanpages, zu meiner Website, zu meinem, weiß ich nicht, Calendly-Link, Terminbuchungstool oder was auch immer führt, bis hin zur Möglichkeit, dann eben auch über Social Commerce Produkte zu verkaufen. Was mir sehr daran gefällt, ist, dass ihr massiv den Prozess abkürzt. Das heißt, man kann in wenigen Sekunden bei euch eine Website bauen, ja, und man hat nicht irgendwie die Umwege zu beschreiben und sagen, geh mal in meinen Online-Shop und da findest du in der Kategorie 12, ja, das Produkt XY, sondern das ist alles direkt verlinkt, also massiv abgekürzt. Für mich stellt sich die große Frage, ich habe gelesen, Pressemitteilung von euch, Juni 2021, also brandaktuell, 400% Wachstum. Zum einen die Frage, wie habt ihr das gemacht, dass die Benutzerzahlen so oder eure User so in die Höhe geschnellt sind? Und die zweite Frage, ihr seid ja ein hochspannendes Unternehmen für Investoren, also an alle, die jetzt zuhören hier in der Community, die Ohrenspitzen. Die zweite Frage, wann kauft euch Instagram? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt unser neues Mentoring vorstellen. Wenn ich an Startups denke, dann erinnert mich das jedes Mal voller Begeisterung an meine Gründerzeit. Eine Zeit mit sehr vielen Ups und Downs und immer das Ziel fest im Blick, das eigene Unternehmen erfolgreich in den Markt zu bringen. Damals hätte ich mir natürlich die heutigen Erkenntnisse und das Netzwerk gewünscht, um den ein oder anderen Stolperstein oder Umweg auslassen zu können. Ich möchte mit dir gern genau diese Abkürzung teilen, die ich damals nicht hatte und die ich über viele Jahre selbst herausfinden musste. Genau dafür habe ich das 1:1 Startup Mentoring, Startup Your Growth, entwickelt, in dem ich dir zeigen kann, wie du erfolgreich gründest und dein Unternehmen auch nach der Gründung zukunftssicher in den Markt etablierst.
Das Besondere an diesem Mentoring ist, dass ich deinem Bedarf entsprechend zusätzliche Mentoren, zum Beispiel Finanz- und Steuerexperten, Anwälte oder Investoren, aus dem Genius Alliance Netzwerk hinzuziehen kann, um mit dir den optimalen Weg für dein Vorhaben zu finden. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann sollten wir uns unbedingt darüber in einem unverbindlichen Strategie-Call austauschen. Du weißt, dass der erste Schritt in die richtige Richtung immer am schwierigsten ist, deshalb unterbrich jetzt kurz diesen Podcast und buche gleich deinen Termin über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder besuche uns im Internet auf www.genius-alliance.com. Also vielleicht zur ersten Frage zum Wachstum. Also wie erwähnt, wir haben uns zu Beginn auf die Musikindustrie, also Musiker fokussiert und dann haben wir sehr genau hingehört, was denn andere Zielgruppen, also die Content Creator, Influencer für Funktionen brauchen, um auch so einen Service zu nutzen. Und wir haben gesehen, die sind sehr ähnlich, nicht genau gleich, aber sehr ähnlich. Entsprechend haben wir dann User-Testings gemacht, wir haben die fehlenden Feature implementiert und konnten dann ein Produkt bereitstellen, das eben eine breitere Zielgruppe anspricht. Und wir haben da eigentlich Influencer-Marketing betrieben, wie wir das nennen. Also wir haben mit so mit bekannteren Influencers und Content-Creator zusammengearbeitet, dass die unser Produkt nutzen, testen, Feedback geben. Und wir haben sehr gutes Feedback erhalten. Auch die Community von den Influencer, die hatten auch unser Produkt gesehen und entsprechend hat sich das so raufskaliert, ja, gegenseitig. Ja, so ist das Ganze entstanden. Entschuldigung, vielleicht hier noch dazu, um es wirklich zusammenzufassen. Hör auf deine Kunden. Ich glaube, das ist die eine Essenz, die man hier direkt so mitnehmen, rausgeben kann. Ja. Aber das andere ist auch noch, und das darf man auch nicht, sage ich mal, weglassen. Jeder sollte nachdenken, wie man sein Produkt designt. Bei uns gibt es, wir sind ein Freemium-Modell, also wir sind auch SaaS-Modell mit einem Freemium-Modell gestartet und sind es auch weiterhin. Aber wenn man sich das dann genau anschaut, ist das bis zu unserem Pro-Account, es sind alles Subdomains. Das bedeutet, OneScreener ist bei den Influencern sichtbar aus Domain in ihrem Instagram. Jetzt kann man das ganz einfach sehen. Wenn jemand 500.000 Follower hat, sehen die alle immer OneScreener da dort. OneScreener. Das ist einfach kostenlose Werbung für uns. Und so, das meinte ich mit intelligentes Produktdesign, kann man es einfach auch schaffen, Customer Acquisition Costs unterzubringen und wirklich diesen viralen Faktor hinzubekommen. Und ich glaube, das war ein sehr starkes Tool auch, was einfach das Wachstum vorangebracht hat. Ja, genau. Und dann zur zweiten Frage, wann kauft uns endlich Instagram auf? Endlich, ist auch schön. Also ja, das ist eine gute Frage. Nein, also momentan, wir fokussieren uns mehrheitlich auf den europäischen Markt. Deshalb ist vielleicht Instagram nicht der beste Übernahmepartner für den Moment. Und wir sind gerade jetzt daran eine nächste Finanzierungsrunde zu schließen, um Geld zu sammeln für das Wachstum. Und wir arbeiten jetzt, also wir holen auch sonst Investoren, aber wir arbeiten jetzt primär auch mit sogenannte Smart Money. Also wir wollen von den Celebrities, High Profiles, wie wir das nennen, wollen wir, dass diese Leute auch investieren, nicht nur oder auch, dass die mit uns das Produkt bekannt machen können in Europa und dann auch mittelfristig in Amerika. Ja, super. Das heißt, bis uns dann ein europäisches Instagram mal übernimmt, das dauert dann noch 2-3 Jahre, ja, bis wir jetzt die Wachstumsphase gemeistert haben. Man muss ja immer über Value Creation sprechen und jetzt ist genau die Phase, wo wir den Mehrwert kreieren können und somit auch die Bewertung der Firma nach oben bringen für die Investoren, die jetzt schon an uns glauben. Dort sind wir das ihnen einfach verpflichtet, nicht unter Wert zu verkaufen. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Wir fokussieren uns nicht darauf, übernommen zu werden, sondern wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf zu wachsen,
Wir wollen europäischer Marktführer, so schnell wie möglich zu werden. Und dann schauen wir uns noch andere Länder an. Wir haben jetzt Multilanguage schon im Programm. Somit ist unser Tool auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch bis jetzt erhältlich oder möglich auf dieser Webseite, diese drei Sprachen auszuwählen. Und weil wir einfach auch nicht direkt Amerika, aber halt einfach englischsprachige Länder aus großem Markt sehen. Und zu englischsprachigen Ländern gehört von Amerika, und ich hoffe, ich treffe jetzt alle, auch nicht nur England oder Australien, sondern halt auch Indien. Mhm. Und Social Commerce ist in Indien relativ groß. Somit ist das einfach ein interessanter Markt, aber auch mit Portugiesisch Südamerika. Mhm. Das wir uns natürlich anschauen. Hier jetzt dann auch wieder ein Learning für uns. Man muss sich nicht mit seiner Konkurrenz bei ihnen im Heimatmarkt auseinandersetzen. Es gibt in Amerika hier natürlich ein, zwei Konkurrenten für uns. Die sind dort sicher besser vernetzt als wir. Aber es gibt halt Sachen, damit kommen Amerikaner nicht klar. Und das ist schnell in andere Länder hineinzugehen und das dort einfach mal zu testen, weil sie amerikanische Startups können sich einfach nicht so schnell adaptieren wie wir in Europa. Wir sind 400 Millionen, circa, nicht genau festnageln bitte, 400 Millionen Menschen in Europa, aber haben halt 15 verschiedene Sprachen. Amerika sind 350 Millionen und die sprechen alle Englisch. Mhm. Die müssen sich gar nicht darauf einstellen, wie andere Kulturen funktionieren, um dort Marketing zu betreiben. Das ist ein Riesenvorteil, den man in Europa hat, dass man sich halt sage ich mal, null an Gedanken machen muss, wie übersetze ich meine Tools, wie gehe ich in andere Märkte rein und dort, das ist das, was wir frühzeitig gelernt haben und einfach auch schnell mal testen, wie mit Portugiesisch jetzt hier in Portugal und dann natürlich von Portugal nach in den südamerikanischen Markt und das sind dann plötzlich auch wieder 150 Millionen Menschen, die Portugiesisch dort sprechen, ist einfach wieder auch ein großer Markt. Ja, klar, absolut. Meine Frage war auch ernst gemeint mit Instagram, weil es kann natürlich nicht im Interesse der großen Social-Plattformen sein, dass ich von meiner Plattform weg verlinke. Das war wahrscheinlich auch damals die Idee zu sagen, okay, wir lassen einen Link in der Bio zu. Und irgendwann wird natürlich auch klar sein müssen, dass ich so ein Unternehmen wie euch irgendwie integrieren muss, um einfach die Leute auf meiner Plattform zu behalten. Ja? Also deswegen ist das jetzt auch für Investoren natürlich super interessant, euch zu folgen, mit euch zusammenzuarbeiten, weil der Wert natürlich enorm steigt. Ich vermute mal, in den nächsten Jahren wird sich zeigen, wer so die Player sind, ja? Und euch da beim Wachstum zu helfen. Bewerbe ich hiermit. Vollkommen. Okay, ja. Absolut. Also das ist deswegen auch unter anderem natürlich die Einladung hier zu uns in dem Podcast, weil das ist wirklich ein interessanter Wachstumsmarkt. Wie viele Leute seid ihr jetzt bei euch im Unternehmen? Wir sind acht Leute sind wir, ja. Und entwickelt alles in-house? Wir entwickeln alles in-house, ja. Also wir haben nicht, die Entwickler sind in Lissabon, mhm. Wir sind nicht jetzt in Zürich. Florian ist momentan zur Zeit auch in Lissabon. Also wir haben wie so zwei Standorte, Lissabon und Zürich, ja. Aber wir entwickeln alles in-house. Ja, wir arbeiten sehr nah mit unseren Kunden zusammen, machen viele User-Tests, versuchen das wieder ins Produkt zu integrieren. Das ist uns sehr wichtig momentan, ja. Was benutzt ihr da so für Tools, um da so im Team global zu arbeiten? Wir nutzen Slack für die Kommunikation und dann wir nutzen viele Google-Produkte. Google Hangouts für Videochat. Wir haben täglich zwei so, wir nennen es Stand-ups, eins mit dem Marketing-Team, eins mit dem Produkt-Team, wo wir wirklich kurz reinschauen, was läuft, was müssen wir, wer arbeitet an was. Wir nutzen Google Drive für die Daten. Und sonst haben wir, also wir haben recht viele Tools, wirklich spezifisch für die einzelnen Departments, ja. Mhm. Ja.
Also eines, wo ich euch für das ihr habt natürlich auch Hörer im Bereich Marketing, eines, das wirklich sehr interessant ist, das wir nutzen, ist Intercom. Vielleicht hast du von dem schon gehört. Sehr cooles Tool. Ja, das ist wirklich sehr cool. Ja, für die ganze Kommunikation mit den Kunden und das ganze Tracking von unseren Kunden, das ist wirklich hervorragend. Ja. Das muss man an dieser Stelle wirklich nochmal unterstreichen. Also gerade im Bereich Softwareentwicklung und Markteintritt, ja, das ganze Thema Support, Tickets, wenn ich mehrere Agenten habe, die da an dem Support-Thema mitarbeiten, bis hin zu einem Knowledge-Management am Ende, ja, dass ich einen Wiki- oder einen FAQ-Bereich aufbaue. Also das ist wirklich maßgeblich für solche Startup oder Produktlaunches, ja, absolut, sehr cool. Sonst wäre es gar nicht möglich, mit einem so kleinen Team wirklich zu wachsen, wenn man alles vorhanden noch programmieren muss oder selber Lösungen finden muss, ja. Es gibt wirklich super Lösungen da draußen, die sind zum Teil nicht ganz so günstig, aber es lohnt sich wirklich, die sich anzuschaffen, ja. Ja, vor allen Dingen von Anfang an wirklich zu betreiben, ja, was ich auch sehr oft sehe, man geht in den Markt, ja, und dann kommt der Ansturm, und mit Ansturm meine ich so, weiß ich nicht, 20 Telefonate am Tag oder so oder E-Mails, die dann beantwortet werden müssen, und dann stimmen die Prozesse aber nicht. Und mit Intercom kann man das sehr cool strukturieren und auch automatisieren, ne, mit irgendwelchen Bots und dergleichen. Ja, ja exakt, cool. ja, super. Stark. Wie funktioniert es bei euch mit dem Recruiting neuer Leute, damit ihr natürlich auch personell mitwachst, also dass ihr die Anforderungen in den Griff bekommt? Wer macht das bei euch, und wie funktioniert das, solche Leute zu finden, die euch mithelfen oder weiterhelfen? Ja, das ist sehr zeitaufwendig, und das mache ich und Florian machen das zusammen. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Stelle wir besetzen müssen. Wenn es mehr so eine Marketingstelle ist, dann übernehme ich den zweiten Teil vom Recruiting, und sonst macht das Florian. Aber es ist für uns ein sehr, weil wir jetzt wachsen, ein sehr zentraler Punkt, und wir machen das alles, Wir investieren sehr viel Zeit in das Recruitment, ja. Und das Gute, oder das macht es ein bisschen komplizierter, weil wir halt remote first sind. Also bei uns muss man nicht in Zürich sitzen, um für uns arbeiten zu können. Wir haben viele Mitarbeiter in Lissabon, also viele, einige Mitarbeiter in Lissabon, Zürich. Wir haben auch jetzt jemanden in Kanada, der zuvor in Zürich gearbeitet ist, jetzt in Kanada, arbeitet von Kanada für uns. Ja, cool. Und entsprechend uns kommt es nicht so darauf an, wo die Leute wirklich sitzen. Das heißt, es macht es ein bisschen kompliziert im Recruitment, dann die richtigen Leute zu finden, wo schalten wir unsere Job-Ads auf. Es gibt natürlich viel mehr Optionen, aber es macht es ein bisschen komplizierter. Entsprechend investieren wir momentan sehr viel Zeit in diesem Bereich. Ja. So ein neuralgischer Punkt, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, vor allem auch ein digitales Produkt, ist so der Produkt-Launch. Könnt ihr da mal so kurz skizzieren, wie ihr das gestaltet habt? Also vielleicht die Vorphase, also vor dem offiziellen Launch, und wie es dann weiterging? Ja, also wir haben wie so, also Florian, also wir hatten wie so einen Pro, eben wie ich gewählt habe, für die Musiker hatten wir so einen ersten, also ein Tool, das wirklich schon die Runde gemacht hat. Und wir konnten das sehr mit dem bestehenden Tool für die Musiker, konnten wir sehr gut testen, was die neue Zielgruppe, die Influencer, wollen. Also wir haben dann wirklich Influencer zu uns ins Büro eingeladen, aber auch Influencer-Agenturen, um genau zu verstehen, wo der Schuh drückt, was sie brauchen, wie wir unsere bestehende Lösung für die Musiker anpassen müssen für die Influencer, und konnten da sehr viele Insights dann gewinnen, haben das implementiert, und vor dem richtigen Launch haben wir das Ganze auf so einen Testserver gestellt, wo wir dann das wieder getestet haben mit Influencer und den Agenturen. Da haben wir nochmal angepasst, und dann haben wir das Ganze gelauncht. Also wir haben das in einer Pre-Launch-Phase gelauncht und dann nochmal auf Product Hunt. Das ist so eine Plattform, wo man Produkte launchen kann. Und dort haben wir das gelauncht. Und jetzt, wie erwähnt, launchen wir heute, also ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber am 22. Juli werden wir launchen wir erneut ein neues Feature auf Product Hunt, das nennt sich E-Commerce. Das heißt, ab dieser Woche kann man wirklich dann Produkte auf dem OneScreener verkaufen und auch Services darüber verkaufen, und dann machen wir so einen separaten Launch auf Product Hunt und kommunizieren das
und so an unsere Community. Und sehr jetzt, stark. Jetzt sind wir schon bei dem nostalgischen Thema des Launch. Ich rate jedem Startup oder jedem neuen Gründer dazu, einfach davon ein bisschen Abstand zu nehmen, dass man launcht und dann ist alles perfekt. Ich würde einfach sagen, es gibt mehrere Launches. Es ist immer, wenn man ein neues Feature macht, ist es eigentlich wie ein Product Launch. Ja. Das ist einfach so. Ich glaube, da muss man sich in der heutigen Zeit auch davon, sage ich mal, ein bisschen verabschieden, dass man den einen Launch macht und dann ist es das. Meiner Erfahrung nach fängt dann erst die Arbeit an. Weil dann plötzlich, man hat natürlich in einer kleinen Gruppe getestet, aber alle Bugs kann man nicht finden. Aber wenn plötzlich tausende User drauf sind, die bringen alle Bugs hervor, an die man davor gar nicht gesehen hat. Ja. Und dann fängt die Arbeit erst wirklich an, weil man einfach ein Produkt draußen hat und auch seine Kunden natürlich auch ein gutes Produkt liefern will, muss man die dann so schnell wie möglich fixen. Mhm. Und dort kommt plötzlich der Stress auf. Deswegen würde ich sagen, einfach davon ein bisschen Abstand nehmen, das gar nicht so großartig sehen, dass man einen Launch macht. Wir sehen jeden Feature-Launch eigentlich als Product-Launch, gehen wieder genau gleich vor, testen, aber auch dort gibt es immer wieder Überraschungen. Und dann muss man das auch wieder, wie es der Tobi schon erwähnt hat, Product Hunt, Marketing, jedes Feature muss man einfach draußen neu platzieren, damit die Kunden auch das wirklich sehen und wahrnehmen. Ja, man kann auch, wenn wir deployen alle zwei Wochen neue Funktionalitäten, also wir haben eigentlich alle zwei Wochen einen kleinen Launch in unserer Firma. Ja, aber sehr cool, das ist wichtig. Ja, ja, das, super, dass du das, ja, das ist wirklich wichtig, schnell zu deployen und immer wieder das Feedback abzufragen und dann auf das Feedback einzugehen und anjustieren. Ja. Ja. Also das will ich nochmal unterstreichen, was ihr beide da gerade sagt. Das finde ich super wichtig für alle, die vielleicht gerade im Technologiebereich Startups führen. Also wirklich zum einen dieses, wir lassen den Korken knallen an diesem einen Tag, ja, und das nennen wir dann Produktlaunch, funktioniert in den seltensten Fällen, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, sondern es ist immer ein Prozess für den Markteintritt. Aber auch die Frequenz finde ich super wichtig. Ja, also was ich leider auch sehr oft sehe, ist so ein, wir haben es gebaut, ja, dann gehen wir damit in den Markt und warten, was passiert. Aber das, was ihr erzählt, ist ja wirklich so ein kontinuierlicher, iterativer Prozess, ne? Dieses Lernen, dieses immer wieder Nachmodellieren, Nachjustieren, Bugfixing, aber eben auch neue Feature nachliefern, weil die Leute oder die User vor allem, die das Produkt letztendlich benutzen, freuen sich natürlich dann und sagen, hey cool, jetzt kann ich E-Commerce-Lösung abbilden, ja, oder habe eine Monetarisierungsschnittstelle oder solche Geschichten. Also das ist mir zum Beispiel... Da bin ich so mein eigenes bestes Beispiel. Wenn ich irgendwelche Tools cool finde, irgendwelche Applikationen verwende, dann möchte ich auch regelmäßig neue Updates haben. Ja, also super wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es ist natürlich auch sehr teuer, wenn du etwas so lange optimierst, bis es für dich als Founder oder als Product Owner perfekt ist und dann bringst du es auf den Markt und dann merkst, okay, die Leute, die finden das gar nicht so toll oder die finden etwas anderes, einen anderen Bereich viel wichtiger, dann würdest du sehr viel auch Geld verlieren. Ja. Deshalb unsere Philosophie ist wirklich so schnell wie möglich raus, auch wenn es echt teilweise weh tut und schauen, was die Leute so als Feedback geben. Falls es wirklich noch nicht so gut ist, das neue Feature, also wenn wir ein neues Feature launchen, dann markieren wir es als Beta, dass die Leute wissen, was da auf sie zukommt und so erhalten wir sehr gutes Feedback und können es gleich optimieren und wieder neu deployen. Ja. Ja, auch tolle Strategie, Influencer mit einzubeziehen, ja, und auf der einen Seite zu lernen natürlich. Und auf der anderen Seite besteht natürlich die Chance, dass der Influencer sagt, hey, finde ich super cool, das teile ich mit meiner Community, das verschafft euch natürlich wieder Reichweite. Ne? Vollkommen, aber auch auf jeden bisschen zu hören, was man, jeder Mensch da draußen kann Produkt Feedback geben, mit dem man sich unterhält, dem man sein Produkt pitcht.
Ich glaube, bestes Beispiel bist du, Norman. Wir hatten ja schon Kontakt und du hast uns noch ein bisschen mehr in die Richtung dieses Werbeplattform im Hintergrund gespielt. Und das ist zum Beispiel, was wir sofort aufgenommen haben. Und gerade wenn wir uns jetzt, vielleicht kann man noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir reden gerade ja mit großen Influencern, die mehrere Millionen Follower haben auf Instagram oder halt auf YouTube, um einfach die an Bord zu holen als Ambassador, Advisor oder sogar Investor. Und dort, die Idee, die du aufgebracht hast, diskutieren wir mit ihnen und sie finden es spannend. Cool. Und das ist halt etwas, wo man auch immer lernen kann. Mhm. Und ich jedem mitgeben möchte, ist, oft ist man so im operativen Geschäft gefangen, dass man dann ab und zu nicht über den Tellerrand schauen kann. Und da ist der Input von außen super wichtig. Ist ein spannendes weiteres Produkt, das wir anbieten können. Aufschreiben, mit Leuten diskutieren und wenn Interesse im Marktplan ist, hinsetzen und bauen. Ja, das finde ich so spannend, wenn man so branchenübergreifend unterwegs ist. Wir waren ja schon in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Und was man zum Beispiel aus der Immobilienbranche gut lernen kann, ist, es gibt viele Bauunternehmer, die bauen halt erst dann, wenn das Ding zumindest zur Hälfte oder für zwei Drittel vermietet oder verkauft ist. Mhm. Ja. Und das, was ihr jetzt gerade sagt, Idee steht im Raum, aus einem Gespräch zwischen uns. Und dann testet man, fragt an und fragt, wie wäre das, wenn? Ja, würdet ihr investieren? Wie müssen wir das Produkt bauen, damit das für euch so spannend ist, dass ihr investiert? Ja. Und das ist auch nochmal eine ganz interessante Herangehensweise an Investoren. Also die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur auf die Rendite schauen, sondern sagen, hey, das passt eigentlich auch gut zu unserem Business. Also eine wunderbare Ergänzung eigentlich. Dass man dann auf diese Weise vorfühlt, wie würde das im Markt ankommen und eine hohe Kaufbereitschaft signalisiert dann für euch, wir müssen in die Umsetzung gehen. Ja, das ist also eine interessante Strategie. Schön, das freut mich natürlich. erzählt vielleicht noch ganz kurz, weil ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, zum Thema Geschäftsmodell. Also wie verdient OneScreener ganz konkret Geld? Ganz simpel, wir beschreiben es immer als SaaS-enabled Marketplace oder SaaS-enabled Social Commerce. Das ist das, was wir machen. Wir haben einmal das Freemium SaaS-Modell, also einmal kostenlose Variante, eine Pro- und eine Premium-Variante mit einfach einem monatlichen Fixed Fee, was man einfach zahlen muss. So verdienen wir einmal Geld über SaaS-Modell und jetzt mit dem neuen Feature ist halt auch die Idee, die Freemium-User zu monetarisieren, indem dass wir dann einfach von dem Verkauf eine Transaction-Fee nehmen. Mhm. Die Preise sind sehr erschwinglich, also der Premium-Plan, also ein Content-Creator bezahlt $8 pro Monat für den Premium-Plan, also ist wirklich zahlbar das Ganze, ja. Also es war von Haus aus, von Anfang an war die Strategie, mehrere, sage ich mal, Add-ons anzubieten, die uns dann Geld bringen. Weil das eine Tool an sich ist schön, soll auch die Leute reinbringen, aber wir wollen dann immer upsellen und den Influencern helfen, Geld zu verdienen. Und wenn sie dann Geld verdienen, dann verdienen wir auch Geld. Ja. Das ist doch ein fairer Deal. Sowas wie immer, ich glaube, wenn man es schafft, Win-Win-Situationen hinzubekommen, dann ist das Beste, was man machen kann. Ja. Und dann ist auch jeder glücklich. Ja, absolut. Wenn ihr so auf eure Roadmap schaut, gibt es irgendein Feature, irgendeine Funktionalität bei euch dann später auf der Plattform oder in der Applikation, auf die ihr euch so richtig freut? Die noch keiner kennt? Ja, auf jeden Fall, ja. Also das nächste große Ding, was wir launchen werden, ist, dass man Traffic generieren kann für seinen OneScreener. Also dass man mit wenigen Klicks Ads schalten kann, direkt von der OneScreener-Seite aus verschiedenen Plattformen.
dass man eben mehr Traffic auf die eigene Seite kriegt, um dann eben die Produkte besser verkaufen zu können auf dem eigenen OneScreener. Das ist so das nächste Ding, wo wir daran arbeiten. Und dann natürlich auch deine Idee, die wir mit dir besprochen haben oder Florian mit dir besprochen hat, die ist natürlich auch sehr interessant für uns, ja. Dass wirklich die Content Creator eine Werbeanzeige auf der eigenen Seite schalten können und dass sie damit auch Geld verdienen können, die Content Creator. Also wir unterstützen in allem, was wir machen, unsere Content Creator, dass sie wirklich aus der Passion, mit der Passion auch Geld verdienen können. Das ist unsere Philosophie. Ja. Ist, glaube ich, immer schwierig, ein Feature herauszukristallisieren. Tobi hat ja schon eins genannt, weil wir einfach viele Ideen haben, die auch zum Verbesserung des Produkts beitragen. Wie wir vorher angesprochen haben, ist super simpel, in wenigen Sekunden. Jetzt sind halt mit ein paar Klicks kann ich eine Seite zusammenstellen. Hier gibt es natürlich auch die Schnittstelle noch, die wir gerade evaluieren und schon eigentlich auf der Roadmap haben, ist, kann ich das Ganze automatisieren und mit AI machen, so dass ich eigentlich nur noch meinen Instagram-Account connecte und dann habe ich die Seite. Alles fertig. Da muss ich kurz mal reinkriegen, weil das finde ich extrem interessant bei euch, dass es nicht nur dass wir machen das, wir kürzen den Prozess für dich ab, wir machen dich schneller, ja, wir haben ein Freemium-Modell und so weiter, sondern ihr seid vor allen Dingen auch in die Zukunft gerichtet, committed darauf, wenn wir reden über eine Digitalwirtschaft, ja, also wenn ich Content Creator bin, Influencer bin, Model bin oder was, dann will ich natürlich digital mein Geld verdienen. Und wenn ihr mir dabei helft durch Reichweite, durch Monetarisierungstools, durch neue Geschäftsmodelle, die quasi diese Win-Win-Situation herstellen, dann ist das ja für mich eine ganz andere Partnerschaft, die ich eingehe, ja, dann kaufe ich nicht ein Tool, sondern dann kaufe ich einen Vertriebspartner, ja, in euch, genau. Mit euch. Genau, ja. Und das ist genau das, der Riesentrend, der von Asien kommt, das nennt sich eben das Social Commerce, dass alle die Content Creator, die wollen, die produzieren, aber die wollen die Produkte, die Services direkt an der eigenen Community verkaufen, die sie bereits haben. Das ist ein neuer Trend. Und wir helfen den Content Creator dabei, dass sie wirklich die Produkte, die Services an die Leute aus ihrem Umfeld bringen können, ja, und mit dem Umfeld auch was, also das Umfeld mit dem Content Creator wachsen kann, aber auch andersrum. Ja. Kurze Story noch, wie habt ihr euren ersten Investor gefunden, der an euch geglaubt hat? Der erste Investor, ey, das ging alles über Connections und über Trust, ja. Also wir haben halt mit sehr vielen Leuten aus dem Umfeld gesprochen und die haben dann an uns, an das Team geglaubt und auch an die Idee und die haben dann investiert. Ja. Also es geht wirklich mit viel Networking, Leute treffen und dann auch wirklich das zu machen, was man den Leuten auch verspricht. Das schafft Trust und dann klappt es auch mit einem ersten Investor. Ja. Ich glaube, die ersten Investoren sind immer die an die Menschen glauben. Ja, ja. Die sich selber aus Enablers wirklich, um das Team zu unterstützen, damit das Team diese Idee umsetzen kann. Und solche Menschen muss man finden. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Und dann den ersten größten Investor, also der externen, den wir nicht persönlich kannten zuvor, haben wir an einer Messe einem Startup-Event kennengelernt, dazu mal an der NOAH-Konferenz, vielleicht ist das ein Begriff, an der NOAH-Konferenz konnten wir präsentieren, und da haben wir das Produkt vorgestellt und dann sind sie auf uns zugekommen, ja. Ja, sehr geil. Jetzt, wenn ich mir unseren Podcast bis hierher anhöre, dann hätte ich so als Zuhörer oder Zuhörerin so das Gefühl, hey, die haben einfach ein geiles Produkt gebaut, sind zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, alles richtig gemacht. Das geht durch wie, also ohne große Probleme. Gab es irgendein Problem auf dem Weg bis dahin? Was war so das Größte? Probleme gibt es nicht. Nein, das große Problem war schon für uns Covid. Also wie erwähnt, wir haben uns zuvor auf die Musikindustrie fokussiert und dann kam Covid, da ging natürlich gar nicht mehr viel.
Und dann war schon, also das war die große Herausforderung, das Produkt in extrem kurzer Zeit für eine breitere Zielgruppe verfügbar zu machen. Das hat uns wirklich einige schlaflose Nächte bereitet, aber das ging dann doch besser, als wir befürchtet haben. Und das war so die größte Herausforderung bis jetzt in der, in unserer Firmengeschichte. Ja. Ja gut, das ist natürlich nochmal von außen so eine höhere Gewalt, ne, mit der man umgehen muss einfach. Ja, ich glaube, Probleme gibt es immer. Das Problem mit Problemen ist, um das so mal zu formulieren, im Nachgang waren es alles keine Probleme mehr. Im Nachgang sieht alles ganz einfach aus. Ja. Wenn man in dem Problem drinsteckt, sind die natürlich alle immer die Hölle. Aber dafür hat man ein Startup, um Problemlöser zu sein. Und genau das ist das, was wir machen. Wir lösen immer ein Problem, wenn es da ist. Und so kommt man voran, einen Schritt nach dem anderen. Und wenn man stolpert, aufstehen. Solange ich dort aufstehe, wo mein Kopf gelandet ist, wenn ich hinfall, bin ich schon mal 2 Meter weiter. So kann man das sehen und genauso so machen wir es. Aber wirklich die höhere Gewalt von außen, das ist halt unplanbar. Und die Sachen, die man kann so viel Strategie anwenden, wie man will, aber wenn sowas passiert, zeigt sich wirklich, wie schnell kann man sich auflappeln und wie schnell kann man sich anpassen. Ich glaube, von innen betrachtet haben wir das sehr, sehr gut gemeistert. Und was du vorher auch gesehen hast, die Zahlen sprechen für sich. Wir sind unterwegs, es wächst. Es war eine sehr wichtige Entscheidung. Und dazu gehört auch ein bisschen Glück, aber auch die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, also ganz klare Empfehlung auch von mir. Unbedingt mal das Tool anschauen. Wir werden den Link natürlich wie gewohnt in die Shownotes packen. Und ich werde jetzt nach der Folge, wenn wir jetzt die Aufnahme stoppen, mit den Jungs nochmal verhandeln, ob ich noch irgendeinen Special Deal rauskriege für die Community. Wie erfolgreich ich damit war, lest ihr dann in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Tobias und Florian, bevor wir das Interview beenden und also auch nochmal von mir das Feedback, ihr seid super sympathisch, es gibt ein wirklich ein gutes Gefühl, so in euer Unternehmen reinschauen zu können. Ihr glaubt an das, was ihr da macht, habt ein tolles Produkt entwickelt. Also da nochmal ein großes Kompliment von meiner Seite. Und ich würde euch beiden das Schlusswort überlassen, so nacheinander, mit der Frage, wenn ihr eine Sache auf dieser Welt verändern könntet, was wäre das? Ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Also für mich wäre es, dass jeder aus seiner Passion einen Beruf machen kann und davon leben kann. Weil es ist das Schönste, wenn du Freude an deinem Beruf hast. Also und daran arbeiten wir jetzt auch sehr mit OneScreen. Ja. Schön. Ja, danke, Norman, dass du uns eingeladen hast, auch von meiner Seite. War super spannend. Die Zeit fliegt immer und leider wie immer zu kurz. Ich glaube, wir hätten noch viel länger reden können. Spannende Fragen von deiner Seite. Man lernt immer dazu. Und was würden wir verändern? Ich glaube, Tobi hat schon gesagt, dass jeder mit seiner Passion wirklich Geld verdienen kann. Es muss nicht, und das muss man auch dazu sagen, es muss nicht der Vollzeitjob sein, mit seiner Passion Geld zu verdienen. Aber wenn ich halt mit meiner Passion auch das aus Second Income Stream machen kann, und das ist das, was wir auch jedem ans Herz legen und unterstützen wollen, dann sind wir das richtige Tool dafür und genau das wollen wir auch erreichen, weil dadurch wird jeder Mensch ein bisschen unabhängiger, wenn er seine mehrere Income Streams hat. Das ist das, was wir erreichen wollen. Was würde ich persönlich in der Welt verändern? Da muss ich wirklich sagen, ich bin selbst Vegetarier und ich würde einfach jedem daran liegen, weniger Fleisch zu essen. Das hilft unserer Welt sehr gut. Dann gibt es nämlich noch eine Welt in 100 Jahren. Das ist eine schöne Botschaft. Ich danke euch fürs Kommen und freue mich, wenn wir mal wieder ein Update machen, wenn wir nochmal drauf schauen können, wie es euch ergangen ist so ein paar Monaten und wünsche euch nur das Beste. Danke euch. Sehr gerne. Super, vielen Dank. Danke.